Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Overwatch. Manche werden sich wahrscheinlich jetzt fragen, warum denn heute schon wieder Overwatch kommt. Das kam doch erst vor 2 Tagen. Und zwar kam, ich glaube auch vor 2 Tagen, das neue Update auf dem PTR. Und da hatte ich die Overwatch-Folge schon aufgenommen und auch hochgeladen. Deswegen, gibt es erst heute das Update-Video 1.8. Und zwar, falls es einige nicht wissen, es hat sich so einiges geändert. Als erstes mal die Heldengalerie an sich sieht jetzt anders aus. Gefällt mir, muss ich sagen. Gefällt mir echt gut. Das haben sie, ja, gut umdesignt. Ob es nötig gewesen wäre, ist natürlich jetzt die Frage. Aber mir gefällt es, muss ich sagen. Also, können sie gerne machen. Hier uns weit nur nichts umgeändert, nur die Ansicht hier mit den Helden. Dann gibt es noch ein paar Änderungen bei den Helden. Die werde ich aber euch dann später gleich mal zeigen. Was auf jeden Fall jetzt wichtiger ist, hier haben wir jetzt was Neues, und zwar Spiel finden und Spiel erstellen. Was ist das? Werden sich manche vielleicht von euch fragen, die das noch bei keinem anderen gesehen haben. Und zwar, bei Spiel finden kann man jetzt Custom Games suchen. Und diese Custom Games, da kann man wirklich alles Mögliche einstellen. Ich zeige euch das mal hier bei Spiel erstellen. Hier sieht sozusagen die neue Oberfläche aus. Es backt doch etwas rum, wie ihr seht. Also hier ist die Schrift natürlich noch nicht ganz drin und das gehört noch alles etwas geändert. Und man kann hier mal einstellen, ob man ein Spiel für öffentlich, für Freunde oder nur auf Einladung halt erstellt. Ist ja nicht aufgebaut wie die alten Custom Games, nur dass man jetzt viel mehr Sachen einstellen kann. Und zwar fangen wir mal bei den Modis an. Und man hat jetzt wirklich alle Modi hier, auch Capture the Flag. Und Capture the Flag gibt es dann auch auf viel mehr Karten. Da, ich weiß gar nicht, sie haben nicht auf allen Karten, aber auf glaube ich, 8 oder 9 Karten haben sie es hinzugefügt. Was eigentlich eine echt geile Sache ist, muss ich sagen. Wenn mir der Modus gefällt, er könnte vielleicht noch die ein oder andere Überarbeitung vertragen, aber ich denke mal, Blizzard wird da schon noch was daran ändern. Und ihr seht, man kann hier alles wirklich einstellen. Mit Regeln für Flaggenträgern, und das wäre zum Beispiel eine coole Sache, Fähigkeiten deaktivieren, dass man, also der Typ, der die Flagge zum Beispiel hat, dass die Fähigkeiten nicht mehr verfügbar sind, zum Beispiel bei D.Va oder Tracer, das würde natürlich die Sache ziemlich erschweren. Und ja, ihr seht alles halt, was man so einstellen kann. Das gilt auch natürlich für die anderen Modi und so weiter. Und dann, was gibt es hier noch? Man kann für alle Helden spezifisch was einstellen. Nehmen wir jetzt mal Tracer. Man kann ihre Fähigkeit einfach ausschalten, man kann die Abklingzeiten erhöhen, man kann ihre Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen. Ich könnte jetzt 3-mal schneller mit Tracer durch die Gegend laufen. Ich kann die einzelne Heilung erhöhen, die ein Held bekommt. Ich kann zum Beispiel hier, wenn ich für Tracer sage, sie bekommt nur 10% Heilung, und dafür bei den anderen Helden, nehmen wir mal Lucio, der bekommt 500% mehr Heilung. Wäre natürlich extrem lustig, und ihr seht auch hier rechts dann, was alles schon umgeändert wurde und so weiter. Extrem coole Sache, finde ich. Und natürlich könnte ich die einzelnen Karten noch ausschalten und einschalten. Noch diverse andere Einstellungen. Man kann auch Modi einstellen. Also immer einen Überraschungshelden noch zusätzlich bekommt. Es funktioniert einfach alles, und das finde ich extrem cool. Und bei den Spielsuchen, ups, da war ich eins zu weit. Ja, bitte verlassen. Bei Spiel finden findet ihr halt dann Matches, die andere Spieler erstellt haben. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel, ja, 11 von 12, ich könnte jetzt einfach reinjoinen. Humans vs. Zombies hört sich irgendwie ganz cool an. wir haben Hide and Seek 500% Mode. Kann man sich schon denken, dass alles um 500% erhöht ist. Ich denke mal, Leben und so weiter. Wir können uns das hier mal mit Rechtsklick auch anschauen. Ihr seht, oh, der hat zum Beispiel Helden deaktiviert, wie Pharah, Saria, Abklingzeit 0% und alles voll aufgedreht. 500% Trefferpunkte, Heilung, Schaden. Echt coole Sache. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal kurz in den Trainingsbereich. So, wir sind jetzt im Trainingsbereich. Es gab bei ein paar Helden Änderungen, wie bei Mercy und bei D.Va. Aber bei D.Va, der Defensivmatrix wurde etwas überarbeitet, dass die Projektile jetzt immer abgefangen werden, egal wie nah ihr am Gegner steht, weil vorher mussten die Projektile ja eine kurze Reichweite fliegen. Aber die könnt ihr euch durchlesen. Ich werde euch die Patch Notes unten verlinken. Das Wichtigste heute ist der Bastion.
Und Bastion hat ein ziemliches Rework überhalten. Symmetra, also so ähnlich wie Symmetra. Kann man das sagen? Ja, eigentlich schon. Und zwar, ihr seht rechts unten, ich habe jetzt 25 Schuss statt 20, wie es vorher war. Und die Streuung wurde auch um 25% reduziert. Also die Streuung, die ihr... Warum sieht man die hier nicht? Ja, normalerweise, ihr wisst schon, was ich mit Streuung meine. Die wurde auch ziemlich reduziert. Dafür wurde die Streuung im Geschützmodus um... Ich glaube, 100% erhöht. Ich glaube, oder... Es waren 50%, tut mir leid. Mit 100 wollte ich eigentlich sagen, dass die Schüsse erhöht wurden. Also von 2 auf 300, seht ihr rechts unten. Und die Umbaugeschwindigkeit wurde meines Wissens, glaube ich, auch verringert. Also es geht wirklich extrem schnell, dass man jetzt umbaut. Und Bastion kann im Geschützmodus jetzt keine Kopftreffer mehr landen. Also ihr hört nicht dieses typische Bling, wenn ich auf seinen Kopf schieße. Wie man es jetzt hier hören würde. Kennt man ja. Finde ich extrem cool. Und das Beste jetzt, man muss nicht mehr stehen bleiben, um sich zu heilen mit Bastion. Sondern man kann das jetzt während dem Laufen auch machen. Und zwar mit Rechtsklick. Natürlich kann man es wieder auf E umbelegen, wenn man das möchte. Aber es ist dazu ähnlich wie Divas Defensivmatrix. Auch mit so einer Aufladungsleiste, wie ihr es rechts seht. Finde ich echt eine coole Sache, muss ich sagen. Das haben sie gut gemacht, meiner Meinung nach. Nämlich jetzt ist Bastion nicht mehr so stationär, sondern eher ein maschineller Soldier, kann man schon fast sagen. Da seine Waffe eigentlich ziemlich gut Schaden macht. Da es jetzt auch 5 Schuss mehr hat. Es wirkt sich sicher relativ gut auf seinen Schaden aus. Und ihr seht, die Bots gehen relativ gut down. Ich habe zwar jetzt fast nur Headshots gemacht, aber auch mit Körpertreffern gehen die relativ flott down. Ja, das ist im Rahmen, würde ich sagen. Und jetzt lassen wir uns hier nochmal etwas anballern, damit wir sehen, wie viel Heilung wir denn circa machen. Ich weiß gerade den genauen Wert gar nicht, wie viel Heilung er macht. Aber, ja, es geht relativ flott, wie ihr gerade gesehen habt. Es waren zwar nur 50 Leben, aber es hat eigentlich ganz gut gepasst. Und in der ultimativen Form, also im Panzer, haben wir jetzt nicht mehr extra Leben. Vorher hatte man ja 450 Leben. Und jetzt hat man dieselben Leben, dieselben Lebensanzahl wie auch im Recon oder im Geschützmodus. Und ich habe hier das andere Fadenkreuz aktiviert. Deswegen seht ihr nicht, dass das Standard-Fadenkreuz ist etwas größer. Das zeige ich euch mal ganz kurz. Steuerung, Bastion und das Standard-Fadenkreuz. Ihr seht schon, das ist um einiges größer geworden. Es zeigt sozusagen den Streuungsradius an. Und der ist wirklich... Ja, ziemlich enorm. Bastion macht jetzt um einiges weniger Schaden im Geschützmodus. Ja, das wird man mal sehen, wie sich das auswirken wird. Auf jeden Fall ist der jetzt nicht mehr so ein, ja, wie soll man sagen, stationärer Charakter, sondern ist eher mehr dazu gezwungen rumzulaufen. Und die Geschützform ist wirklich eher nur mehr gegen Tanks geeignet, weil man da auch relativ viel trifft von den Kugeln her, da die ja relativ dick sind im Normalfall. Außer wenn die in ihrer kleinen Form ist. Deswegen wird sich Bastion, denke ich, doch jetzt mal vielleicht etwas wieder häufiger finden in den Matches. Und ich würde sagen, wir gehen gleich in eine Runde. Vielleicht finde ich ja eine halbwegs normale Runde, also von den Einstellungen her. Weil ihr habt ja vorhin gesehen, es gibt gerade nur den Arcade-Mode hier am Server. ja, vielleicht finde ich eine anständige Runde, die halbwegs normale Regeln hat, und ich würde sagen, wir sehen uns gleich in einer Runde. Ach ja, weil ich es gerade sehe hier. das finde ich auch ziemlich cool. Hier McCree, Headshots only und no abilities. Genau solche lustigen Sachen kann man hier auch jetzt machen. Finde ich einfach richtig klasse. Das bringt echt einen Haufen Abwechslung in das Spiel rein, finde ich. Was man hier jetzt alles machen kann. Und ja, wir sehen uns gleich in einer Runde. So, hey Leute, ich bin gerade, ihr seht schon, ich bin in dem ziemlich komischen Match gelandet. Alter, ich bin in so ein 500% Match reingegangen, also wo 500% mehr, lol, okay, wo 500% mehr Trefferpunkte, Schaden und so weiter und 500% mehr Heilung, alles eingestellt sind und auch 300% mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Und ihr seht euch das mal an, wie schnell man da eigentlich down geht, wenn man 500% mehr Schaden macht. Ich wollte es euch mal kurz zeigen, man kann es nicht wirklich jetzt als Match betiteln, aber ich habe das gesehen ein paar Mal jetzt in der Liste und wollte
da unbedingt mal reinschauen. Und es ist wirklich, es ist krank. Ich habe gerade gesehen, McCree hat mit seiner Stun Grenade über 500 Schaden gemacht. Ja. Und mal schauen, vielleicht finde ich ja jetzt eine anständige Runde. So, hi Leute. Ich habe jetzt so eine, ja, 6 gegen 6 Bastion Runde gefunden. Okay, wir sind zwar nur 4 Leute, aber jetzt können wir das etwas austesten. Und ja, ihr seht schon, klappt relativ gut. Und Bastion da hinten sollte jetzt eigentlich... Ja, ich habe ihn eigentlich... Ich habe ihn besiegt. Ja, ihr seht rechts oben, wir haben uns eigentlich gegenseitig getötet. Und ja, Bastion in der Recon-Form macht jetzt relativ gut Schaden. Finde ich eigentlich echt eine coole Sache. Oh Gott. Ich ja, bin nicht so der Bastion-Spieler, das wisst ihr sicherlich. Aber ich denke... Jetzt, wo er etwas, ja, wie soll man sagen, häufiger oder beziehungsweise nicht mehr so statisch gespielt werden kann sogar, werde ich Bastion sicherlich häufiger mal spielen in nächster Zeit. Also wenn die Änderungen auch auf den Live-Server kommen. Und, oh Gott, 6 gegen 6 Bastion. Ich finde das so cool. Okay, kannst du mir, ja, perfekt. Klappt echt gut, muss ich sagen. Und... Der Schaden ist, ich weiß nicht, ob er genauso hoch ist wie bei Soldier. Da bin ich leider etwas überfragt, tut mir leid. Ich habe gerade nicht die genauen Zahlen im Kopf. Da muss ich nochmal nachschauen. Ich werde, wie gesagt, die Patch Notes unten verlinken. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er zumindest ähnlichen Schaden wie Soldier macht. Wow, es klappt erstaunlicherweise echt gut. Ich werde das einfach mal etwas nach hinten ballern. Oh Gott, ich muss mich heilen. Und das mit dem Heilen, ja, ihr seht, es klappt echt gut. Man bekommt mit einer Rechtsklick-Aufladung, kann man sich mehr als einmal voll heilen. Also nicht das zweimal, aber so circa eineinhalb Mal kann man sich voll heilen. Was eine nice Sache ist. Also man kann auch mittlerweile halbwegs gut flüchten, falls einen Gegner angreifen. Was natürlich für Bastion eine super Sache ist, dass er dann nicht mehr so schnell stirbt. Und... Hier war doch irgendwo... Ja, hallo. Okay. Der macht mir etwas zu viel Schaden da unten. Ja, okay, ich komme vorbei. Ihr seht auch, Bastion macht echt nicht mehr viel Schaden auf lange Distanzen. Und auch auf eher schmalere Ziele. Heißt, er ist halt wirklich erst eher für Tanks geeignet. Und kann nicht mehr so schnell kleine Ziele wie jetzt, sagen wir mal, eine Tracer oder einen Genji oder so weiter töten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich werde jetzt einfach hier mal kurz ulten. Ich will das nicht. Ich wollte das gar nicht. Okay. Ich bin nicht so der Bastion-Spieler. Oh, der hat eine Bastion-Goldwaffe. Interessant. Das habe ich noch nie gesehen, um ehrlich zu sein. Eine Bastion-Goldwaffe. Nicht schlecht. Okay, okay, okay. Das ist ein Vollheilen. Oh, das ist echt eine so geile Änderung, dass das jetzt so gut funktioniert. Und dass man sich auch einfach, na, nicht werben, schießen, voll heilen kann, aber, na, wie soll man sagen, es geht so Hand in Hand. Ja, einer schreibt im Chat, er loves this Bastion. Stimmt allerdings, kann ich mich im Recon-Mode, okay, ich kann auch nicht werben, in der Geschützform, kann ich auch nicht werben, schießen, nachladen. Wäre wahrscheinlich sonst etwas zu OP, aber, gefällt mir, echt gut. Das heißt, vielleicht könnte ich doch noch zum Bastion-Spieler werden in Zukunft. Und, ja, okay, perfekt, habe ich. Okay, der Schaden auf Distanz ist nicht ganz so hoch, ist aber auch irgendwie verständlich. Ich werde... Hallo. Okay. Okay, der hat etwas zu viel reingehauen. Muss ich mal ganz kurz hier voll heilen. Und dann... okay, den da hinten anballern. Ich sollte das vielleicht... Oh Gott, nein, der ultet, nein, bitte nicht. Oh, jetzt spielt der mit der Goldwaffe hier. Interessant auf jeden Fall. Ich bin gespannt, vielleicht, obwohl 6 Bastions die deffen und die sie auch selber jetzt so gut heilen können. Ich denke nicht, dass wir den Punkt da einnehmen werden. Aber bleibt mal abzuwarten. Ich bin noch voller, oh Gott. Voller Zuversicht, wollte ich eigentlich gerade sagen. Ich werde mich jetzt mal hier hin platzieren.
Wo ist der Bastion von der Plattform? Ist der tot? Sieht fast so aus. Ich werde mal mit dem hier mitfahren. Okay. Okay, da unten war einer. Ich gehe mal, oh Gott, hier zu dem anderen Bastion rein. Und stelle mich dann mal hier so hin. Ah, ja. Okay, ich habe einen. Oh Gott, mich ballert was an, bitte nicht. Lass mich in Ruhe. Ich bin noch unschuldig. Okay, da kommt ein Bastion um die Ecke. Zumindest habe ich gerade... Ja, ich habe ihn gesehen, perfekt. Okay, Ult habe ich auch dann gleich wieder am Start. Heißt, wir können da dann auch... Oh ja. Und dass das Aufbauen jetzt so flott geht, ist halt echt ein Segen, kann man schon fast sagen. Okay, den habe ich jetzt nicht gesehen. Und... Ja, finde ich echt cool, dass Bastion etwas schneller, generell schneller halt gemacht wurde durch dieses schnelle Rauf- und Abbauen. Heißt, er kann vielleicht nicht mehr ganz so easy von Flankchars getötet werden, wenn er etwas flotter unterwegs ist. Hallo, nehme ich mit. Oh Gott, danke. So. Okay, ein Bastion ultet. Aber, wie ich schon gesagt habe, Bastion in der Ult hat nicht mehr Leben, also hat noch immer 300, was halt echt cool ist, da, obwohl, also, was heißt cool, für einen selber ist das nicht mehr ganz so toll eigentlich, aber wenn man einen Bastion als Gegner hat, ist es eigentlich relativ cool, weil man den dann auch mal down bekommt. Ich finde, den Bastion in der Ult hat man immer eher schwierig down bekommen, wenn er so viel Leben hatte. Und ja, auf jeden Fall eine nice Sache. Okay. Hallo. Oh Gott. Mein Bastion-Aim ist echt nicht das Beste. Komm. Ja, ich habe ihn. Ich habe ihn. Oh Gott, ich bin auch down. Nein. Okay, drei Gegner sind down. Leute, ihr könnt ja den Punkt eigentlich jetzt einnehmen. Hallo. Ich glaube, irgendwie hat er keine Lust auf einnehmen. Die wollen alle nur töten. Nein. Wir sind ja zivilisiert. Komm, bleib stehen. Oh Gott, oh Gott. Okay, ich habe die Plattform erwischt. Ich baue mich einfach mal kurz als Geschütz auf und werde dann mit der Ult reinrushen. Okay. Dann gehe ich mal hier kurz von der Plattform runter. Mach mal den hier. Und. Okay. Oh Gott, ist die Ult cool. Und die stehen da alle. Okay. Okay. Alter Schwede. Nein, noch, da steht jemand. Leute, ich habe gerade 4 ermordet, getötet, eliminiert. Ihr könnt den Punkt jetzt einnehmen. Hallo? Wollt ihr den Punkt nicht einnehmen? Bitte. Irgendwie? Ich weiß nicht, warum da keiner auf den Punkt geht. Okay, ich werde jetzt einfach mal davor rushen. Vielleicht mich dann in der Geschützform irgendwie da so... Oh Gott, nein, da werde ich mich nicht aufstellen. Aber Bastion ist halt auch immer ein richtig fettes Kaliber. Heißt, man sieht ihn auch relativ schnell. Ich stelle mich da ganz kurz mal hin. Okay, es kommt keiner um die Ecke. Ja, okay, habe ich. Da hinten steht auch noch einer. Oh, das mit dem Selbstheilen macht Fun. Alter, unglaublich. Okay, den habe ich gut erwischt. Oh Gott. Mal ganz kurz hier in die Geschützform. Ich höre dann einen feindlichen Bastion. Ulten. Ja. Hab ihn. Genau. Das war mein Ziel. Jetzt muss ich da etwas mal weg. Oh Gott, da steht einer. Ach. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Tut mir leid. So. Nochmal vorlaufen. Vielleicht wollen sie ja jetzt mal auf den Punkt gehen, meine werten Teamkameraden. Es sind 4 Gegner down und 5 Gegner down. Okay, den sollten wir jetzt wirklich einnehmen. Hoffe ich mal. Okay. Leute, da hinten. Okay, ich zünd mal meine Ult. Oh ja. Wir haben... Haben wir es? Ja, wir haben gewonnen, Leute. Jetzt bin ich gespannt, wie das mit der Erfahrung aussieht, die man hier bekommt. Ich weiß nicht ganz genau. Ich habe ein bisschen Highlights. Ich hatte noch nie in meinem Leben ein Bastion Highlight, Leute. War das... Oh, das war jetzt am Schluss. Okay.
Okay. Da wäre das aber mit den 4 Kills irgendwie interessanter gewesen, um ehrlich zu sein. Was ich da mitten im Match mal gemacht habe. So, jetzt schauen wir mal kurz, ob wir hier wirklich Erfahrungspunkte bekommen oder nicht. Man bekommt EP. Alter, ist das cool. Okay. Ich glaube, dieser neue Modus, beziehungsweise heißt der neue Modus, die neue Möglichkeit, sich benutzerdefinierte Spiele zu erstellen, könnte einer meiner Lieblingsmodi hier im Spiel werden. Und ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den neuen Änderungen haltet. Würde mich echt interessieren. Ansonsten, ich bedanke mich bei allen fürs Zusehen. Lasst mir auf jeden Fall eine Bewertung da. Das würde mich sehr freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ihr könnt euch gerne die Patch Notes durchlesen. Ich werde sie verlinken und ich bedanke mich nochmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.